Das Spiel heißt Umgang mit der Ungleichheit. Ich stelle den Damen und Herren jetzt hier eine Frage und wenn sie die Frage inhaltlich mit Ja beantworten können, machen sie einen Schritt nach vorne. Und wenn sie die mit Nein beantworten, dann bleiben sie stehen. Erste Frage, ich kenne jemanden, der häkeln kann. Einen Schritt nach vorne gehen. Ja, also, ne, sie müssen in die Richtung gehen. Ja. Zweite Frage. Ich habe schon mal eine Häkelnadel gesehen. Sieht ja gut aus, ja. Ich kann einen gestrickten von einem gehäkelten Topflappen unterscheiden. No. Die Damen rücken vor, die Herren auch nicht. Nächste Frage. Ich weiß, was eine Luftmasche beim Häkeln ist. Oh. Der Herr macht nicht mehr mit. Aha. Ich habe selber schon mal eine Luftmasche gehäkelt. Oh. Aha. Der kommt, glaube ich, aus der 68er. Der hat während des Seminars gestrickt oder sowas. Ja, ja. Nächste Frage. Ich weiß, was eine feste Masche ist. Aha. Es trennt sich die Spreu vom Weizen, so allmählich. Ich weiß, was ein Stäbchen beim Häkeln ist. Nächste Frage. Ich habe selbst schon mal ein komplettes Teil nach Anleitung gehäkelt. Ja. Ich habe selbst schon mal ein komplettes Teil ohne Anleitung gehäkelt und es ist trotzdem was geworden. Ja. Und die allerletzte Frage. Ich habe mir selbst schon mal weitere Häkelmaschen ausgedacht. Sehen Sie, das ist das Spiel von der Schule. Am Anfang stehen alle auf